Hallo, mein lieber Skorpion, schön, dass du da bist. Ich grüße dich und willkommen zu deiner Mitte bis Ende Mai-Legung. Wir gucken uns an, was da jetzt noch so auf dich einwirken will. Rest Mai, was da wichtig ist. Du bedenkst wie immer, dass die Legung allgemein ist und nicht unbedingt auf alle Skorpione zutreffen muss. Wisst ihr ja, und ihr werdet das auf jeden Fall spüren. Ja, ist ein bisschen anders wie die Wochenlegung. Die Wochenlegungen, die werde ich auch erstmal jetzt stilllegen. Es wird jetzt in nächster Zeit sehr stressig werden bei mir und ich muss gucken, wie ich das dann unter einem Hut bekomme noch. Aber danach geht es dann auch wieder weiter. Es kommen ja auch noch die Juni-Legungen auf jeden Fall und vielleicht noch ein Special. Ja, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Diese Legung, die bringt euch ja auch vielleicht ein bisschen mehr. So, Skorpion, dann wollen wir mal gucken. Was ist denn los bei dir Mitte bis Ende Mai? Worum geht es da noch? Mitte bis Ende Mai, Skorpion. Was ist los? Der Brunnen, Skorpion. Die Tiefe mal wieder. Der Wunschbrunnen. Wünsche, Tiefe. Etwas, was tief geht, was tief gehen kann. Eine Situation, die dir sehr nah, sehr tief geht. Oder aber es ist ein spezieller Wunsch, den du in dir trägst. Es kann auch etwas sein, was man sich wirklich wünscht, wo man aber auch wirklich überlegen sollte, will ich das wirklich? Ne? Was will ich wirklich? Wie tief wünsche ich mir das? Das ist hier etwas Tiefes. Wir gucken jetzt mal, womit das noch was zu tun hat. Der Brunnen, Skorpion, worum geht es denn noch? Der Ritter der Kelche, jawohl, deine eigene Energie ist das. Auch Fische und Krebs. Ritter der Kelche, Skorpion. Ja, vielleicht sind einige von euch verliebt. Das ist wieder sehr gefühlsbehaftet. Das könnte aber auch ihr selbst sein, ne? Dass ihr da wirklich etwas habt, was ihr euch wünscht, was ihr für euch verwirklicht haben wollt, was ihr verwirklichen wollt. Das kann ein Weg sein, den ihr gehen wollt, den ihr vor euch habt. Sehr emotional, als ob ihr sagt, ich wünsche mir das so sehr. Das geht mir so nah, das geht mir so tief, das brodelt innerlich. Es kann natürlich auch sein, dass es um so einen Menschen geht, ne, der euch sehr viel Gefühl entgegenbringt, sehr viel Liebe entgegenbringt. Ja, so ein beflügeltes Gefühl, ein Verliebtheitsgefühl. Lasst euch jetzt nicht beirren, weil ihr da eine Frau seht, ne? Das kann ein Mann sein, das kann eine Frau sein. Ist egal, das ist jemand, der sehr viel Gefühl in sich trägt und das auch zeigen will, zeigen wird. Es kann aber auch der Wunsch sein, wie schon gesagt, ne? Etwas geht euch sehr tief. Wir gucken jetzt, was ist denn hier los? Skorpion, was wirkt denn da jetzt noch ein Mitte bis Ende Mai? Skorpion, was kommt da? Was zeigt sich denn da noch? Skorpion. Oh. Die zwei der Kelche, Skorpion. Noch zwei. Was kommt denn da jetzt noch? Ja. Die sechs der Stäbe von der anderen Seite. Noch eine Karte, Skorpion. Was ist los? Oh, okay, zwei. Noch eine Zusatzbotschaft. Die drei der Schwerter natürlich. Und das Gericht. Wow, ich werde verrückt. Ja, wieder sehr tief hier. Zwei der Kelche, na, könnt ihr euch schon denken, das ist die Liebesverbindung, die Liebesbeziehung, etwas Zwischenmenschliches, Menschen, die sich begegnen, Beziehung, Liebesverbindung, romantischer Natur. Ja, das kann dieser Wunsch sein. Man wünscht sich einen Menschen, man wünscht sich eine Partnerschaft, man wünscht sich die Zusammenkunft. Hier haben wir die sechs der Stäbe von der anderen Seite. Das ist die Siegeskarte, aber das ist so, ja, ich möchte siegen um jeden Preis. Das kann aber auch der Kampf sein. Man hat gekämpft, man befindet sich im Kampf, ne? Aber das ist so ein krasser Kampf. Also wie soll ich das sagen? Das kann ein Ansporn sein. Aus deinem Inneren oder aber auch von anderen Menschen. So von wegen, ja, kämpf dafür, mach das, los, 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 ne? Dann haben wir die drei der Stäbe, die für den Herzschmerz steht. Das ist von der anderen Seite zu sehen. Vielleicht hatte man sowas schon hinter sich. Man hat einen Herzschmerz
Man hat schon einen Herzschmerz hinter sich oder man hat einfach auch die Angst. Man will sich lösen, man möchte etwas heilen, man möchte den Herzschmerz hinter sich lassen. Das kann auch für die andere Person stehen, Skorpion, ne? Es kann sein, dass man sich hier Reue wünscht oder jemand, der etwas bereut. Vielleicht hat euch jemand wehgetan oder auch eben umgekehrt, ne? Und das könnte jetzt so diese Reue sein. Hier haben wir das Gericht, was ja für einen Erlös steht, für eine Verwandlung, etwas umzuwandeln, eine Neugeburt, sich auf etwas zubewegen, sich einlassen, bereit sein. Bei einigen von euch kann es wirklich so sein, dass ihr etwas Altes jetzt hinter euch lasst, dass ihr euch das auch wünscht. Etwas geht euch sehr tief. Es kann sein, dass da etwas Neues auf euch eingewirkt hat. Ein neuer Mensch, eine neue Liebesverbindung, eine neue Liebesbeziehung. Eine Verbindung, die euch sehr nah und sehr tief geht. Wo ihr auch einen Wunsch habt, wo ihr euch wünscht, dass das Ganze zusammengeführt werden kann. So, das klären wir jetzt mal alles auf. Zwei der Kelche. Skorpion, worum geht's? Ist ja eigentlich klar, ne? Aber womit haben die zwei der Kelche etwas zu tun? Ja, das Ass der Stäbe, ja, die Leidenschaft zu agieren, zu handeln, das Ganze in Gang zu setzen, neue Energie, ne? Startenergie, ja, sich die Leidenschaft nehmen wollen. Dann haben wir die acht der Münzen. Man weiß, da steckt viel Arbeit dahinter. Vielleicht arbeitet man da selbst dran. Man ist dabei, die nötige Stabilität erweisen zu können. Man ist dabei, sich diesen stabilen Boden zu bauen. Man arbeitet an seiner eigenen Stabilität auch, dass man den Mut hat, zuzugreifen, dass man den Mut hat, zu agieren, ne, seinen Leidenschaften zu folgen. So, was haben die sechs der Stäbe hier zu sagen von der anderen Seite? Oh, siehst du, ja, genau. Mangelerscheinungen sind das. Ja, mangelndes Gefühl. Instabiler Boden und dafür will man kämpfen, um jeden Preis, dass man da rauskommt, ne? Dass man die Stabilität bekommt. Stabiler Boden, diesen stabilen Boden zum Menschen hin auch, ne? Dass man sich gegenseitig auf einen stabilen Boden befindet und sich entgegenkommen kann. Vielleicht ist das auch so eine Energie von, ja, man hat da vielleicht nicht ganz fair reagiert oder vielleicht hat man da Mittel benutzt, die eigentlich gar nicht gut sind. Ne? Kann sein, Skorpion. Die drei der Schwerter. Worum geht es denn hier von der anderen Seite? Boah, der Mond. Auch von der anderen Seite ist die Fischenergie. So, hier wird sich jemand wirklich mit sich und seiner Gefühlswelt verbinden. Ne? Das ist auch so was wie eine Heilung, dass es sich wieder öffnen wollen. Das ist eine Offenbarung sozusagen. Man stellt sich auch den tiefen Emotionen. Man stellt sich der Anziehungskraft. Man versucht, seine Gefühle selber zu verstehen auch, ne? Das sind tiefe Schmerzen, die tief, sehr tief gegangen sind. Aber wie schon gesagt, man versucht, das Licht da wieder rauszuholen, ne? Man versucht, sich mit seiner Emotionswelt auseinanderzusetzen auch. Schmerzheilung, Skorpion. Was ist hier mit dem Gericht? Worum geht's da, Skorpion? Das Gericht, bitte. Ja, die neun der Stäbe. Jemand, der auch einen harten Kampf hinter sich hat, ne? Jemand, der viele, viele Gedankengänge hatte. Jemand, der viele Schmerzen, viele Wunden getragen hat, jemand, der sich abgeschottet hat, jemand, der sich eine Mauer aufgebaut hat, jemand, der in Kampfhaltung ist. So, diese Mauer muss runterfallen, diese Kampfhaltung muss runterfallen, man muss vertrauen, hier muss jemand wieder vertrauen in eine Beziehung haben, in diese Verbindung, wenn das eine bestehende Verbindung ist, sich gemeinsam auf ein neues Leben zu bewegen, sich gemeinsam zu öffnen. Etwas beenden und neu anfangen. Sich erlösen von Schmerzen, sich erlösen von dieser Kampfhaltung auch, ne? Heieiei. So, was ist hier das Endresultat? Skorpion. Was passiert hier? Was ist hier los? Oha! Die Sonne und die Sterne. Wahnsinn. Heftig. Das ist wirklich sehr positiv.
Skorpion, das ist auch ein positives Gefühl, dass man in die Klarheit schaut. Man will Klärung, man will Griff nach den Sternen haben, man will sich einen Wunsch erfüllen. Etwas kann wirklich erfolgreich werden hier, ne? Man könnte das Ganze klar sehen. Das sind auch wirklich Ziele, die man hat. Ziele, man hat ein bestimmtes Ziel, man will das unbedingt erreichen. Nicht? Egal wie. Man hat aber auch schon ein positives Gefühl dabei. Die Positivität kommt auf jeden Fall hoch. Das ist etwas Starkes, das ist etwas Energetisches, das ist ein ganz, ganz starker Wunsch hier auch. Ne? Was haben wir da im Hintergrund? 47. Oh, ja, das ist der Kuss, das Paar, die Vereinigung, der Pakt. Ja, Liebesverbindung, ganz klar. Entweder sich wieder zu vereinigen oder wirklich mit einem Menschen zusammenkommen, sich öffnen für diesen Menschen, für diese Beziehung, offen zu sein, sich ganz stark diese Verbindung wünschen, diese Liebesbeziehung. Ne? Wow. Skorpion, gucken wir uns jetzt an, wer oder was von außen auf dich einwirkt. Eine Person, die wichtig wird, die wichtig ist. Äußere Einflüsse, Skorpion, wer oder was wirkt von außen auf dich ein? Die 6 der Schwerter, verkehrt herum. Das ist jemand, ja, der irgendwie in einer blöden Situation verharrt, der irgendwie stecken geblieben ist. Es kann sein, dass es um eure Situation geht. Der Mensch bleibt, der Mensch geht nicht weg. Der Mensch bleibt da drin, auch wenn die Lage, die Situation gerade nicht so toll ist. Ja, auch wenn das so eine leidende Energie ist. Ne? Der Mensch wird sich nicht zu anderen Ufern begeben. Es hängt davon ab, welche Situation das ist. Es kann auch sein, dass der Mensch in einer bestimmten Situation bleibt. Ne? In seinem Leben, auch wenn es nicht schön ist, sage ich jetzt mal. Der Mensch, der traut sich nicht, beziehungsweise der lenkt nicht ein, der steuert nicht auf ein neues Ufer zu. Ne? Das kann dich auch betreffen, Skorpion. Wir klären das mal auf. Was ist denn hier von außen los? Wow, wow, die 9 der Kelche. Wahnsinn. Ja, also, 9 der Kelche, Zufriedenheit, Wunscherfüllung, ein Wunsch, der gewährt ist, aber jemand, der einen Rückzieher macht, jemand, der einen Rückschritt macht, jemand, der Angst hat. Wunscherfüllung, aber Angst, sich darauf zuzubewegen. Vielleicht empfindet der Mensch das ja auch so von dir, Skorpion, von wegen, ja, was ist los? Naja, das ist doch die totale Wunscherfüllung. Dir wird hier etwas gewährt. Warum gehst du da nicht rein? Zwillinge, Waage, Wassermann-Energie ist das Luftenergie. Muss jetzt nicht unbedingt das Zeichen sein, ne? Skorpion, es kann sein, das, was man sich wünscht, das kommt auf einen zu und dann kriegt man es plötzlich mit der Angst zu tun. Ne, manchmal ist das so. Dann ist es da und dann denkt man sich, ach, du ahnst es nicht. Ach, du Scheibenkleister, was ist jetzt denn los? Jetzt muss ich aber vorsichtig sein, ne? Weil es ist jetzt da, wie verhalte ich mich jetzt? Krass. Skorpion, gucken wir jetzt mal, was noch die Schatzkammer deiner Seele sagt. Was haben die denn noch zu sagen? Skorpion. Die Schatzkammer deiner Seele. Ja, Intuition. Ich achte auf die intuitiven Impulse meiner Seele. Intuition benutzen. Skorpion, das könnt ihr, das könnt ihr. Das brauche ich euch nicht immer wieder sagen. Hört auf eure Intuition. Intuitives Denken, intuitives Handeln, die Gefühle. Was sagt dir deine Intuition in dieser Angelegenheit zu diesen Menschen? Höre auf das, was deine Intuition dir sagt. Impulse, die da auf dich einwirken. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, was willst du? Was will deine Seele? Was tut deiner Seele gut? Was ist dein Wunsch? Was geht dir sehr tief? Und was willst du? Na? Wow, mein lieber Skorpion. Ja, ich danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Rest Mai und bis bald. Tschüss.